Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend liegt eigentlich der, ich glaube, wenn ich richtig mitgezählt habe, 13. Teil an zur Lesung des Buches Romanismus und die Reformation aus dem Standpunkt der Prophezeiung oder der Prophetie aus prophetischer Sicht, übersetzt von Maximilian, dem deutschen Christen, vorgetragen. Ein wundervolles Buch, wo ich im Augenblick etwas Pause mit habe, das auf meinem Kanal hochzuladen, aus dem einfachen Grunde, weil ich beschlossen habe, erstmal hinter den Diktatoren jetzt vollständig hochzuladen und dieses Programm abzuschließen, dass wir uns dann weniger anderen Dingen widmen können, weil ich glaube, wenn man zu viele verschiedene Dinge zugleich hochlädt, dann schwindet das Interesse. Deswegen habe ich mir gesagt, ich nehme es hinter den Diktatoren erstmal und danach werde ich mit Romanismus und die Reformation weiterfahren. Nur, heute in der Lesung hatten wir beschlossen, ich hatte letztes Mal ja den Vorschlag gemacht am Ende der Lesung, dass es da die Vermeldung von dem Kreuz gab, dass ich gesagt habe, da ist aber Ralf Wuttrow mit seinem Buch von 1966, Babylon, Mysterienreligion, der da super drauf eingeht, das können wir dann ja vielleicht in der Diskussion besprechen, da ist dann aber natürlich mal wieder nichts von gekommen. Jetzt habe ich also die Frage gestellt, heute Abend wollen wir damit anfangen, dann können wir die erste Stunde zumindest das schon mal lesen und dann machen wir danach eine Stunde Lesung Romanismus und die Reformation, obwohl wir wahrscheinlich mit einer Stunde mit dem Kapitel 6 auch nicht durchkommen. Das Kapitel selbst ist nicht so lange, aber ihr kennt mich ja, ich habe ja ständig überall meinen Senf dazu zu geben und dann dauert es ein bisschen länger. Kommt dazu, ich habe das Kapitel auch nicht vorbereitet, also ich habe es jetzt nicht spezial gelesen oder was, also möchte ich jetzt ohne große Verzögerung darauf eingehen. Ich habe noch einen Anschlag vor auf meine lieben Übersetzerbrüder, die ja hier zuhören. Ihr kriegt von mir eine neue Aufgabe, nämlich ich habe gerade entdeckt, dass dieses Video, was ich hier jetzt nebenbei laufen lassen werde, das ist Babylon Mystery Religion Summary, also eine Zusammenfassung der englischen Lesung. Da habe ich meine Zusammenfassung gelesen von 1,5 Stunden und das gibt es natürlich auch schriftlich. Und da habe ich natürlich einen Anschlag auf euch vor, dass mir einer von euch das freiwillig übersetzt ins Deutsche. Das wäre dann ja ganz interessant, bevor ich das ganze Buch hier von Ralf Wuttrow lese, das wir hier auf dieser Seite sehen, dass ich erstmal die Zusammenfassung davon machen kann. Und dann können mir ja auch meine Zuschauer auf meinem Kanal sagen, was sie davon finden. Und sie sagen von, oh ja, liest das ganze Buch mal, das klingt ja interessant. Dann kann man da tiefer drauf eingehen. Den Film werde ich ohne Ton jetzt hier abfahren, das heißt in der Zwischenzeit spielen lassen, dann könnt ihr euch das anschauen. Das ist natürlich ohne Ton, da lese ich die ganze Zeit. Das ist halt die Zusammenfassung. Die ist im PDF, glaube ich, 35 Seiten. Und das Buch selber von Ralf Wuttrow, 1966 veröffentlicht, hat 91 Seiten, habe ich hier als PDF und wie gesagt nicht vorbereitet, aber es geht darum, ist das Kreuz ein christliches Symbol oder wo kommt das her? Das ist ja im Grunde, man geht hier in Babylon Mysterienreligion den Dingen auf den Grund, genauso wie Alexander Hislop das gemacht hat, die in den von Babylon nach Rom, in dem Buch, das ich gelesen habe in Deutsch. Das Buch von Ralf Wuttrow hier ist dasselbe, nur kompakter. So kann man das, glaube ich, korrekt ganz gut sagen. Und er geht hier in Kapitel 6 auf den Fall ein, also auf das Thema ein, ist das Kreuz ein christliches Symbol? Der weit verbreitete Gebrauch des Kreuzes. Nun, das Kreuz wird als eines der wichtigsten Symbole der römisch-katholischen Kirche angesehen. Und damit wird im Grunde schon beantwortet, dass es kein christliches Symbol ist, sondern es ist ein Symbol des Heidentums, des römisch-katholischen Heidentums. Es ist auf Dächern und Turmspitzen zu sehen. Man findet es auf Altären und Einrichtungsgegenständen und kirchlichen Gewändern. Der Grundriss der meisten römisch-katholischen Kirchen ist in der Form des Kreuzes angelegt. In allen katholischen Heimen, Krankenhäusern und Schulen schmückt das Kreuz die Wände. Überall wird das Kreuz äußerlich sichtbar geehrt und angebetet, in hundertfacher, nein tausendfacher Weise. Wenn ein Säugling besprengt wird, also da sprechen wir von der Taufe, macht der Priester das Zeichen des Kreuzes auf seine Stirn und sagt dabei, empfange das Zeichen des Kreuzes auf deiner Stirn. Während der Firmung wird der zu Firmende mit dem Kreuz gezeichnet. Am Aschermittwoch wird Asche benutzt, um ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. Wenn Katholiken das Kirchengebäude betreten, tauchen sie den Zeigefinger der rechten Hand in, zwischen Anführungszeichen, heiliges Wasser.
berühren die Stirn, die Brust, die linke und die rechte Schulter und beschreiben so die Form eines Kreuzes. Übrigens, schaut euch das mal genau an, wenn man dieses Kreuzzeichen macht, dann ist es ein umgekehrtes Kreuz. Ja? Fällt den wenigsten Leuten auf. Dasselbe Zeichen wird sogar vor Mahlzeiten gemacht. Während der Messe macht der Priester das Zeichen des Kreuzes 16 Mal und segnet 30 Mal den Altar mit dem Kreuz. In protestantischen Kirchen wird nicht an das sich Bekreuzigen geglaubt. Weder beugen die Gläubigen sich vor Kreuzen, noch benutzen sie diese als Gegenstand der Anbetung. Die Protestanten haben also erkannt, dass diese Dinge unbiblisch und abergläubisch sind. Dennoch ist der Brauch des Kreuzes weitgehend erhalten geblieben, indem man es auf Kirchturmspitzen, auf Kanzeln und darüber hinaus in verschiedensten Formen der Dekoration findet. Wo kommt also dieses Kreuzsymbol ursprünglich her? Die ersten Christen haben das Kreuz nicht als ein Symbol der Tugendhaftigkeit betrachtet, sondern eher als verfluchten Baum, ein Mittel des Todes und der Schande, wie man nachlesen kann im 12. Hebräer Kapitel Vers 2. Da ich diese Lesung nicht vorbereitet habe, müsst ihr mir jetzt verzeihen, dass ich die dementsprechenden Bibelstellen hier nicht vorrätig habe. Wenn ich das Buch jemals ganz lese, werde ich dafür sorgen, dass ich die Bibelstellen dabei habe, aber das habe ich jetzt heute hier nicht. Sie glaubten nicht an ein altes, raues Kreuz. Stattdessen gründete sie ihr Glaube auf das, was vollendet wurde am Kreuz. Und durch diesen Glauben kannten sie die vollkommene Sündenvergebung. In diesem Sinne predigten die Apostel über das Kreuz und rühmten es, wie wir im 1. Korintherbrief Kapitel 1, Verse 17 und 18 nachlesen können. Sie sprachen niemals über das Kreuz als ein Stück Holz, das man an einer kleinen Kette um seinen Hals hängen und in seiner Hand herumtragen könnte, als Beschützer oder Talisman. Übrigens, Talisman ist auch eine alte babylonische Tradition. Ja? Schade für die Leute, die den Renault Talisman fahren und das nicht mal erkennen. Diese Art der Verwendung des Kreuzes, also als Beschützer oder Talisman, kam erst später. Erst als man damit begann, das Christentum heidnisch zu machen, oder, wie manche bevorzugen, das Heidentum zu christianisieren, und da finde ich, hat der Autor deutlich mehr mit Recht als mit der anderen Behauptung, hielt man das Bild des Kreuzes für ein christliches Symbol. Im Jahre 431 wurden Kreuze in Kirchen und Privaträumen eingeführt, während das Anbringen von Kreuzen auf Kirchtürmen erst gegen 586 aufkam. Im 6. Jahrhundert wurde der Corpus Crucifixus von der Kirche Roms gebildet. Erst ab dem 2. Konzil von Ephesus wurde es auch für Privathaushalte erforderlich, ein Kreuz zu besitzen. Die Nummern 2 und 3 stehen hier für Fußnoten, in die ich jetzt aber auch nicht weiter eingehe. Wenn das Kreuz auch ein christliches Symbol ist, kann man dennoch korrekterweise nicht davon sprechen, dass sein Ursprung im Christentum zu finden ist. Es war bereits in der einen oder anderen Form lange vor der christlichen Ära und unter vielen nicht-christlichen Völkern ein heiliges Symbol. Nach An Expository Dictionary of New Testament Words hat das Kreuz seinen Ursprung bei den Babyloniern des antiken Chaldea. Zitat: Die kirchliche Form seines zweistrahligen Kreuzes hatte seinen Ursprung im alten Chaldea und wurde dort und in den angrenzenden Ländern, einschließlich Ägypten, als Symbol für den Gott Tammuz verwendet, dargestellt in der Form des mystischen Tau, des Anfangsbuchstabens seines Namens. Um das Prestige des abgefallenen kirchlichen Systems zu heben, wurden Heiden in die Kirchen aufgenommen, ohne rechte Buße und Glauben, und es wurde ihnen großzügig erlaubt, ihre heidnischen Zeichen und Symbole beizubehalten. Daher wurde das Tau oder T in seiner häufigsten Form der Darstellung mit dem tiefer gesetzten Querbalken übernommen, um für das Kreuz Christi zu stehen. Die Geschichte des Kreuzes in den heidnischen Nationen. In jedem Buch über Ägypten, das die alten Bauwerke und Mauern antiker Tempel zeigt, findet man das Taukreuz, Ankreuz im Ägyptischen. Die Illustration oben zeigt den ägyptischen Gott Amon, der ein Taukreuz in der Hand hält, wie wir hier gesehen habt. Ja? Hier ist das Kreuz
Und vor allen Dingen hier ist das Kreuz. Und hier hängt es auch noch ein paar Mal von der Decke runter. Die Illustration oben zeigt also den ägyptischen Gott Amon, der ein Taukreuz in der Hand hält. Diese Illustration von einem Gebäude des Amenophis IV in Theben entnommen, zeigt, wie ein König betet. Beachten Sie bitte den runden Sonnenkreis mit der mystischen Darstellung des Sonnengottes darunter. Das ist hier. Ein bekannter Historiker schreibt bezüglich Ägypten, Zitat, hier finden wir, durch tausende von Jahren hindurch unverändert, unter den heiligsten Hieroglyphen das Kreuz in vielfachen Formen. Dasjenige aber, das im Besonderen als Kreuz Ägyptens oder als das Taukreuz bekannt ist, ist wie der Buchstabe T geformt, oft oberhalb mit einem kreis- oder eiförmigen Ring versehen. Hinzu kommt noch, dass dieses mystische Symbol keine Eigenart dieses Landes darstellte, sondern es wurde von den Chaldäern, Phöniziern, Mexikanern und jedem alten Volk beider Hemisphären verehrt. Ende Zitat. Da das Symbol des Kreuzes sich in verschiedenen Nationen ausbreitete, entwickelte sich der Umgang damit in unterschiedlicher Weise. Unter den Chinesen ist das Kreuz anerkannt als eines der ältesten künstlerischen Darstellungen. Es wird auf den Mauern der Pagoden dargestellt, es wird auf die Laternen, die benutzt werden, die geheimsten Nischen ihrer Tempel zu beleuchten, gemalt. In Indien ist das Kreuz seit Jahrhunderten ein heiliges Symbol für nichtchristliche Völker. Es wurde verwendet, um die Gefäße des heiligen Wassers, das dem Ganges entnommen wurde, zu kennzeichnen, aber auch als ein Wahrzeichen für körperlose Jaina-Heilige. In Zentralindien fand man zwei raue Steinkreuze, die auf eine Zeit datiert werden, die Jahrhunderte vor der christlichen Ära liegt. Eines ist mehr als 3 Meter, das andere mehr als 2,50 Meter hoch. Die Buddhisten, sowie viele andere Sekten in Indien, kennzeichnen ihre Anhänger mit dem Zeichen des Kreuzes auf der Stirn. In Susa, Afrika, tauchen die Einheimischen ein Kreuz in den Fluss Gitche. Die Frauen des Kabile-Stammes tätowieren sich, obwohl sie Moslems sind, ein Kreuz zwischen die Augen. In Wanyamwezi werden Wände mit Kreuzen dekoriert. Die Yareks, die vom Niger bis zum Nil eine Reihe von Königreichen gründeten, haben auf ihren Schilden ein Kreuz aufgemalt. Als die Spanier das erste Mal in Mexiko landeten, konnten sie ihr Erstaunen nicht verbergen, sagte Historiker Prescott, als sie das Kreuz erblickten, das heilige Wahrzeichen ihres eigenen Glaubens, aufgestellt in den Tempeln Anahuacs, als ein Gegenstand der Anbetung. Es war den Spaniern nicht bewusst, dass das Kreuz unter den Heidenvölkern, auf welche nie das Licht des Christentums geschienen hatte, das älteste Zeichen der Anbetung war. Ja, nun muss ich hier doch mal kurz einen kleinen Kommentar einfügen, da kann ich ja nicht mehr anders. Wenn wir Alexander Hislops Buch Von Babylon nach Rom lesen, dann lernen wir, dass eben alle heidnischen Religionen ihren Ursprung in Babylon haben. Jetzt war der Kontinent von Amerika für etliche tausend Jahre von der westlichen Welt abgetrennt, von unserer europäischen Welt. Und deswegen haben da einige, aber nicht viele Menschen überlebt. Deswegen spricht man ja auch in Offenbarung 13 von dem Tier aus der Erde, einer nicht bevölkerten Gegend, im Gegensatz zu dem Tier aus dem Meer, einer sehr dicht bevölkerten Gegend. Dass die Völker, die jetzt Jahrtausende abgetrennt waren, also lange bevor Rom selbst entstanden war, dieses Kreuzzeichen dennoch kennen, ist ein weiterer Beweis dafür, dass all diese heidnischen Religionen ihren Ursprung in Babylon hatten. Weil als Babylon gebaut wurde, da war die Erde noch eine Erdfläche, das heißt ein Kontinent. Wir lesen im Buch Genesis, also im ersten Buch Mose, in einem der Kapitel nach Kapitel 10, ich weiß jetzt nicht wo genau, von Pelek. Und Pelek bewohnte diese Erde, als die Erde aufgeteilt wurde. So steht es in der Bibel. Das heißt, das ist die Zeit nach der Flut,
als die verschiedenen Kontinente sich geformt haben, so wie wir sie heute kennen, wo das eine große Stück Land aufgeteilt wurde in viele verschiedene Stücke Länder, wie sie wir heute kennen. Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, Australien. Diese Aufteilung war nicht von Anfang an. Das war in der Zeit von Pilek passiert. Und die Leute, die da wohnten, die waren davor in Babylon. Ja? Und haben von da diese Religion mitgenommen und die Zeichen mitgenommen. Und die haben sich durch die ganzen Jahre durch da gehalten. Als die Spanier dann im 15. Jahrhundert, anfangs im 15. und danach im 16. Jahrhundert auf dem Kontinent Amerika landeten, ja, da mussten sie halt feststellen, dass die da auch ein Kreuz haben. Wo haben die das her, wenn sie nicht alle denselben Ursprung haben, diese Religion? Und das ist ein Punkt, den Alexander Hislop in seinem Buch sehr gut beweist, und da geht es uns hier ja auch ein wenig drum. Nun, in Palenque, Mexiko, das von Wotan im 9. Jahrhundert vor der christlichen Ära gegründet wurde, befindet sich ein heidnischer Tempel, der als der Tempel des Kreuzes bekannt ist. Dort ist auf einer Altarplatte im Zentrum ein Kreuz eingraviert in den Maßen 2 x 3,35 Meter. In der katholischen Enzyklopädie ist eine Fotografie dieses Kreuzes abgebildet. Darunter stehen die Worte, Zitat, Kreuz von Palenque aus vorchristlicher Zeit. Entschuldigung, ich muss immer die Seite hier umblättern, es ist nicht so leicht, sonst geht das weg. In früheren Zeiten beteten die Mexikaner ein Kreuz als Tota, das heißt unser Vater, an. Ein Stück Holz mit dem Titel Vater anzurufen ist auch in der Bibel erwähnt. Als die Israeliten Götzendienst in ihren Glauben mischten, sagten sie zu einem Stock, du bist mein Vater. Jeremia Kapitel 2, Vers 27. Übrigens sehr interessant, das mal zu lesen. Das erklärt, wie die Bibel bereits im Alten Testament davon spricht, dass die Menschen abfallen zu dem Glauben der Evolution. Aber es steht im krassen Gegensatz zur Heiligen Schrift, ein Stück Holz oder einen Priester mit dem Titel Vater zu bezeichnen. Weil Jesus Christus sagte, nennt niemanden auf Erden euren Vater, sondern nur einer ist euer Vater, der ist im Himmel. Vor langer Zeit in Italien, noch bevor die Menschen von den darstellenden Künsten etwas wussten, glaubten sie an das Kreuz als einem religiösen Symbol. Es wurde als ein Talisman angesehen und auf Gräber gesetzt. 46 vor Christus war auf den römischen Münzen Jupiter zu sehen, ein langes Zepter in der Hand haltend, das an ein Kreuz mündete. Die vestalischen Jungfrauen des heidnischen Roms trugen das Kreuz an ihren Halskettchen, so wie es die Nonnen der römisch-katholischen Kirche heute tun. Auch die Griechen stellten Kreuze dar auf dem Stirnband ihres Gottes, wie bei dem babylonischen Tammuz. Der Historiker Porcelli erwähnt, dass Isis mit einem Kreuz auf ihrer Stirn dargestellt wurde. Die Priester der Isis trugen Prozessionskreuz zu ihrer Ehre. Der Tempel von Serapis in Alexandrien war mit einem Kreuz gekrönt. Als der Tempel der Sphinx ausgegraben wurde, sah man, dass er den Grundriss eines Kreuzes hatte. Die Perser hatten als Kreuz geformte Standarten während ihrer Kämpfe mit Alexander dem Großen, 335 vor Christus. Früher wurde das Kreuz auch bei den Ureinwohnern Südamerikas als religiöses Symbol verwendet. Neugeborene Kinder wurden unter dessen Schutz gegen böse Geister gestellt. Die Patagonier, das ist also im Süden von Argentinien, wie wir es heute kennen, tätowierten ihre Stirn mit Kreuzen. In Peru wurden altertümliche Töpferwaren gefunden, die mit dem Kreuz als religiösem Symbol gekennzeichnet waren. Denkmäler zeigen, dass assyrische Könige Kreuze trugen, die an ihren Halsketten angebracht waren, so wie es auch die Ausländer taten, die gegen die Ägypter kämpften. Auch bei den Rot-Nno waren Kreuze auf den Gewändern abgebildet, und zwar schon im 15. Jahrhundert vor der christlichen Ära. Die katholische Enzyklopädie bestätigt, dass das Zeichen des Kreuzes dargestellt in seiner einfachsten Form von zwei Linien, die sich im rechten Winkel kreuzen, schon lange vor der Einführung des Christentums existierte, sowohl im Osten als auch im Westen. Es geht zurück
in eine sehr frühe Periode menschlicher Zivilisation. Die verschiedenen Formen des Kreuzes und ihre Bedeutung. Wie wir auch hier nebenbei in dem Film sehen, gibt es ja verschiedene Sorten von Kreuzen. Das im Bild jetzt gerade ist ein Pallium der römisch-katholischen Kirche mit Malteserkreuzern drauf. Ist das Kreuz nicht ein christliches Symbol seit der Kreuzigung Jesu? Fragen sich die meisten. Tja, oder manche, wie der Autor hier sagt, habe ich nicht gelesen. So fragen manche. Nun, es ist wahr, dass heute in der Vorstellung der meisten Menschen das Kreuz mit Christus assoziiert wird. Diejenigen jedoch, die Geschichte des Kreuzes kennen und die abergläubischen Zwecke, für die es verwendet wurde, besonders in den vergangenen Jahrhunderten, sehen die andere Seite. Es klingt hart, wie jemand gefragt hat, angenommen, Christus wäre mit einer Schrotflinte getötet worden. Wäre das ein Grund, uns eine Schrotflinte um den Hals zu hängen oder sie an der Spitze eines Kirchendaches anzubringen? Es läuft auf Folgendes hinaus. Das Wichtige ist nicht was, sondern wer. Wer war es, der starb? Nicht, was war das Instrument des Todes? Sankt Ambrosius hat richtig gesagt, Zitat, lasst uns Christus, unseren König, anbeten, der am Holz gehangen hatte, und nicht das Holz. Ende Zitat. Die Kreuzigung als ein Mittel der Exekution wurde in der Antike in Ägypten, Assyrien, Persien, Palästina, Karthago, Griechenland und Rom als Bestrafung für kapitale Verbrechen angewandt. Die Tradition schreibt die Einführung der Todesstrafe durch das Kreuz einer Frau, der Königin Semiramis, zu. Christus starb an einem Kreuz, welcher Art es auch immer gewesen sein mag, und doch werden in der katholischen Religion viele Arten von Kreuzen verwendet. Einige wenige verschiedene Kreuzestypen sind hier abgebildet. Auf einer Seite in der katholischen Enzyklopädie werden 40 verschiedene Sorten von Kreuzen gezeigt. Wenn das Kreuz in der katholischen Kirche erst mit dem Kreuz Christi eingeführt worden sein soll und nicht vom Heidentum beeinflusst gewesen ist, warum werden dann so viele verschiedene Arten von Kreuzen verwendet? Ein bekannter Autor sagt darüber Folgendes, Zitat, von den immer noch allgemein üblichen verschiedenen Kreuzestypen, die noch als nationale und kirchliche Wappen in Gebrauch sind, unterschieden nach den uns vertrauten Benennungen wie St. Georgs Kreuz, St. Andreas Kreuz, Malteser Kreuz, griechisches Kreuz, lateinisches Kreuz, eben hochgehen und so weiter und so weiter. Es gibt keines, das nicht weit in die Antike zurückverfolgt werden könnte. Alle können, das heißt der Ursprung kann, bis weit in die Antike, weit vor das Christentum zurückverfolgt werden. Das Kreuz, das als das Tau-Kreuz bekannt ist, wurde in Ägypten allgemein verwendet. Später übernahmen es die ägyptischen Christen, also die koptischen Christen, angezogen von der Form und vielleicht auch von der Symbolik als das Wahrzeichen des Kreuzes. Was als das griechische Kreuz bekannt war, wurde auch auf ägyptischen Bauwerken gefunden. Diese Form des Kreuzes wurde in Phrygien benutzt, wo es das Grab des Midas schmückte. Unter den Ruinen Ninives findet man eine Abbildung eines Königs, der ein Malteserkreuz auf seiner Brust trägt. Die Form des Kreuzes, die heute als die lateinische bekannt ist, wurde von den Etruskern verwendet, wie man an einem alten heidnischen Grab sehen kann. Das Kreuz in der Mitte und links und rechts davon geflügelte Engel, wie wir hier in dieser Zeichnung sehen können. Unter den Kumas in Südamerika wurde das Kreuz, das St. Andreas-Kreuz genannt wurde, als ein Beschützer gegen böse Geister angesehen. Es erschien auf den Münzen Alexander Balas im Syrien im Jahre 146 vor Christus und auf denen der baktrischen Könige um 140 bis 120 vor Christus, lange bevor St. Andreas überhaupt geboren wurde. Das Kreuz, das wir hier zeigen, wird heute das Golgatha-Kreuz genannt. Doch diese Zeichnung stammt von einer alten Inschrift in Thessalien, die auf eine Zeit vor der christlichen Ära zurückgeht. Eine letzte Frage bleibt. Jesus starb an einem bestimmten Kreuz. Welche Form hatte dieses? Manche glauben,
Es wäre einfach ein Folterpfahl ohne Kreuzbalken gewesen. Das Wort Kreuz vermittelt die Vorstellung, dass Holzteile sich an einem bestimmten Punkt oder Winkel kreuzen. Jedoch das griechische Wort Stauros, das die Grundlage für das Wort Kreuz im Neuen Testament ist, hat nicht unbedingt diese Bedeutung. Das Wort bezeichnet einfach einen aufrechten Pfosten oder Pfahl. Wenn der Gegenstand, an dem Jesus starb, nicht mehr als das war, dann kann man überhaupt nicht von einem Kreuz als solchem sprechen. Das würde die Torheit aufzeigen, einige Kreuzesformen zu christianisieren. Aber es ist nicht notwendig, auf dieser Schlussfolgerung zu beharren. Die Aussage des Thomas über die Nägelmale, also die Mehrzahl an den Händen Jesu in Johannes Kapitel 20, Vers 25, scheint ein Hinweis für ein Kreuz zu sein. Denn wenn es ein einziger Pfahl gewesen wäre, an dem Jesus gekreuzigt wurde, würden seine Hände sicherlich mit nur einem Nagel durchbohrt worden sein. Die Tatsache, dass über seinem Kopf Platz für die Inschrift war, wie wir in Lukas 23, 38 nachlesen können, lässt auf ein lateinisches Kreuz schließen. Ja, über die Inschrift hatten wir ja vorher schon gesprochen. INRI war es nicht. Und was das heißt, da bitte ich sonst diejenigen, nochmal zurückzugehen zu einer früheren Lesung von Romanismus und die Reformation. Die Tatsache, dass über seinem Kopf also Platz für die Inschrift war, lässt auf ein lateinisches Kreuz schließen. Kreuze, die wie ein T oder X geformt sind, kann man ausschließen, da diese wohl über dem Haupt nicht genügend Platz für die Inschrift lassen. Wir brauchen uns nicht zu sehr um die genaue Form des Kreuzes Christi zu kümmern. All diese Thesen sind unbedeutend angesichts der wahren Bedeutung des Kreuzes, die nicht die des Stücks Holz, sondern die der ewigen Erlösung durch Christus. So, und jetzt bin ich natürlich fälschlicherweise davon ausgegangen anscheinend, dass in diesem Kapitel eben auch das drinsteht, mit wie viel Stücke Holz es gibt, dass man davon bei Weise von Sprechen noch eine ganze Arche bauen könnte. Das schaue ich nochmal eben jetzt in einem anderen Kapitel. Können wir mal eben sehen, ob wir das hier drin finden. Obelisken, Tempel und Türme. Das müsste ja irgendwo bei den Reliquien oder sowas dabei stehen. Die Frage ist nur, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Die Messe? Ne. Finde ich jetzt nicht im Augenblick, wo das hier mit drin ist. Und dass ich das englische Buch gelesen habe, ist auch schon über ein paar Jahre her. Also deswegen kann ich mich da nicht mehr so ganz toll dran erinnern. Aber das war jetzt eine Geschichte über das Kreuz, die wir uns aber eben angetan haben und die ja eigentlich dazu passt, zu dem, was Henrik Rettengenes letztes Mal gesagt hat. Dann würde ich hiermit, aufgrund, dass wir Kapitel 6 gelesen haben, auch wenn es jetzt nur eine knappe, ja, etwas über 20 Minuten oder was gedauert hat, dass wir gelesen haben, das hier abschließen. Und dann können wir uns dem Vortrag 3, Romanismus und die Reformation, wieder zuwenden und haben hier halt heute ein etwas kleineres Video, mit dem wir die Lesung angefangen haben. Und dann machen wir jetzt weiter in der Lesung von Romanismus und die Reformation und dann gehen wir halt eben einfach ineinander über. Das ist ja so weiter gar nicht schlimm. Den Film kann man ja in der Zwischenzeit laufen lassen und dann werden wir hier weiterlesen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Wie gesagt, die über den Globus verstreuten Fragmente des wahren Kreuzes würden, sagt der Autor hier, wenn sie katalogisiert würden, ganze Bände füllen. Und wie gesagt, ich war der Meinung, dass es in Kapitel 6 war, aber ich werde das Buch irgendwann mal ganz lesen und dann werden wir das antreffen. Und bei Alexander Hislop stand das übrigens auch in seinem Buch von Babylon nach Rom auch da drin. Also, fangen wir dann jetzt hier mit der nächsten, der 13. Lesung von Romanismus und die Reformation an. So haben wir beides in einem Video. Es gibt keine Stadt, sagt der Autor, wie klein auch immer, die kein Stückchen davon hat, also von dem Kreuz Jesu. Und das nicht nur in der Hauptkathedrale des Bezirks, sondern auch in den Pfarrkirchen. Es gibt kaum eine Abtei, die so arm ist, dass sie kein Exemplar hat. An einigen Orten gibt es größere Fragmente, wie in Paris, Poitiers und Rom. Wenn alle Stücke, die gefunden werden konnten, in einen Haufen gesammelt würden, würden sie eine gute Schiffsladung bilden. Obwohl das Evangelium bezeugt, dass eine einzige Person in der Lage war, das wahre Kreuz zu tragen.
Welche Unverschämtheit also, die ganze Welt mit Fragmenten zu füllen, für deren Transport mehr als 300 Männer nötig wären. Was die Dornenkrone betrifft, so scheint es, dass ihre Zweige gepflanzt wurden, damit sie wieder wachsen können. Andernfalls weiß ich nicht, wie sie eine solche Größe hätte erreichen können. Ich würde nie zu einem Ende kommen, wenn ich einen nach dem anderen über all die absurden Artikel gehen würde, die sie in diesen Gebrauch hineingezogen haben. In Rom wird das Schilfrohr gezeigt, das unserem Erlöser als Zepter in die Hände gelegt wurde. Die Frage ist, ob daher das Liktorenbündel, diese Fascia, rührt. Ja, das ist ja durchaus möglich. Geht ja, Schilfrohr ist ja so ein Bündel von Ruten, ist das Fascia, das Liktorenbündel. Könnte sein, dass das daher kommt. Der Schwamm, der ihm mit Essig und Galle angeboten wurde, ist ebenfalls oftmals zur Schau gestellt. Wie, so frage ich, wurden diese Dinge wiederhergestellt? Sie waren in den Händen der Bösen. Haben sie sie den Aposteln gegeben, um sie als Reliquien zu bewahren? Oder haben sie sie selbst eingesperrt, um sie für eine zukünftige Zeit zu bewahren? Was für eine Blasphemie, was für eine Gotteslästerung, den Namen Christi zu missbrauchen, indem man ihn als Deckmantel für solche sabbernden Fabeln benutzt. Und das ist ein Auszug aus Ermahnung, die die Vorteile aufzeigt, die das Christentum aus einem Reliquieninventar ziehen könnte. Von Calvin aus seinen Traktaten, Band 1, Seite 289 zitiert. Jetzt fährt der Autor von Romanismus und die Reformation, Henry Gretton Guinness, fort und sagt, unter den Abbildern, die Rom verehrt, ist eine bestimmte Klasse wundersam. Die Figur auf dem Kruzifix von Burgos, da hatten wir in Lesung 3.2 anscheinend drüber gesprochen, in Spanien soll einen Bart haben, der ständig wächst. Und es gibt ähnliche an 3 oder 4 anderen Orten. Die Dummen glauben, dass die Fabel wahr ist. Viele andere Kruzifixe sollen gesprochen haben. Andere Kruzifixe wiederum vergießen Tränen, wie zum Beispiel eines in Trier und ein anderes in New Orleans. Oder in Orléans, Entschuldigung, das ist ja hier nicht Amerika, sondern in Frankreich. Orléans im Süden von Frankreich. Von anderen fließt das warme Blut periodisch. Wunderbare Bilder der Jungfrau, Maria ist hier gemeint, sind noch zahlreicher. Wenn Sie behaupten, dass der Körper der Jungfrau wie der Ihres Sohnes in den Himmel aufgestiegen ist, können Sie nicht so tun, als hätten Sie Ihre Gebeine wie die der Heiligen. Wäre es anders gewesen, hätten Sie Ihren Körper von der Größe gegeben, die 1000 Särge füllen würde. Aber Sie haben diesen Mangel durch Ihr Haar und Ihre Milch ausgeglichen. Es gibt keine Stadt, wie klein auch immer, kein Mönchs- oder Nonnenkloster, wie unbedeutend auch, immer, das etwas davon nicht besitzt. Einige in kleinen, andere in großen Mengen. Wie Calvin sagt, Zitat, hätten die Brüste der allerheiligsten Jungfrau einen größeren Nachschub erbracht als eine Kuh und hätte sie ihr ganzes Leben lang gestillt, hätte sie kaum die ausgestellte Menge liefern können. Ich würde gerne wissen, fragt er, wie sie gesammelt wurde, um sie bis in unsere Zeit zu bewahren. Lukas erzählt die Prophezeiung, die Simeon der Jungfrau gemacht hat, aber er sagt nicht, dass Simeon sie gebeten hat, ihm etwas Milch zu geben. Simeon, das ist ein sehr interessanter Teil in der Bibel, den viele Leute nicht kennen oder nicht richtig gut verstehen. Und ich finde ihn sehr schön, deswegen habe ich ihn hier mit reingemacht, dass wir den mal kurz lesen. Wer ist Simeon? Simeon ist eine biblische, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt Figur, nein, ist ein Mann, der im Evangelium von, wenn ich mich nicht irre, Lukas auftaucht, ja, Lukas, Kapitel 2, und zwar ist er einer, der aufgrund des Studierens der Bibel mit Hilfe des Heiligen Geistes ganz genau den Zeitpunkt wusste von der Geburt des Messias, des Erlösers Judas. Des Messias, der in Daniel, Kapitel 9, dem Daniel durch den Erzengel Gabriel vorhergesagt wurde. Und das ist eine wunderbare kleine Geschichte, die ich euch eben mal vorlesen möchte.
Das ist aus der Schlachterbibel, Kapitel 2 von dem Evangelium von Lukas, Verse 25 bis 35. Und dann wissen wir zumindest, über welchen Simeon hier gesprochen wird. Zitat: Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, hier wird dann gesprochen von der Beschneidung des Fleisches, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Soweit aus dem Evangelium von Lukas. Und ich habe auch ein Bild von dem Simeon. Müsste ich nur mal eben suchen. Das ist ein schönes Bild, worin das Simeon ist es, glaube ich, ne? Wo das abgebildet wurde. Hier sehen wir das mit dem englischen Text dabei, was ich gerade vorgelesen habe, was der Simon eben zu den Eltern von Jesus Christus hier sagt. Da steht halt hier geschrieben: Simeon hat Gott die Aufmerksamkeit gegeben. Und hier sehen wir noch ein anderes Bild, wo halt Jesus mit Maria und Josef in den Tempel geht und Simeon das Kind übergeben wird. Also, das ist eine wunderbare Geschichte aus der Bibel. Das Evangelium von Lukas ist sowieso meines Erachtens am Anfang eines der schönsten Evangelien überhaupt. Wenn man jetzt andere vielleicht weniger schön bezeichnen möchte, das möchte ich jetzt gar nicht tun, aber ich finde das erste Kapitel von Lukas wunderbar, wo Maria ihre Cousine besucht, die Elisabeth, und gesprochen wird von Johannes dem Täufer, womit die Elisabeth schwanger ist und Jesus Christus mit der Maria zu dem Zeitpunkt schwanger ist. Das ist eine wunderschöne biblische Geschichte. Besser als diesen ganzen Kram, den sie uns jetzt um Weihnachten rum ständig um die Ohren schmeißen. Das ist ja im Augenblick furchtbar. Man kann ja nirgendwo mehr hingucken oder man wird mit dieser saturnalischen Tradition überall beworfen. Das ist grauenvoll. Von daher immer schön, sich mal auf die Bibel zu besinnen. Und gerade die Geschichte mit Simeon finde ich sehr, sehr schön. Aber fahren wir fort in dem Buch. Die Herstellung dieser Reliquien war im gesamten Mittelalter ein lukratives Geschäft. Vor allem wurden Leichen mit Heiligkeit ausgestattet, indem man ihnen die Namen von Heiligen und Märtyrern zuschrieb. Toulouse im Süden von Frankreich zum Beispiel glaubt, 6 Leichen der Apostel zu besitzen: Jakobus, Andreas, Jakobus der Geringere, Philippus, Simeon und Judas. Aber auch Duplikate dieser Leichen sind in den Kirchen des heiligen Petrus und anderen Kirchen Roms zu finden. Matthias hat auch ein Double in Trier. Und es gibt Köpfe und Arme von ihm an verschiedenen Orten, die ausreichen, um einen überaus erstaunlichen Körper zu bilden. Was sollen wir über den Geist sagen, der den Glauben an Lügen fördert und die Menschen in diesem Stil täuscht? Die Erniedrigung, die den Unwissenden und Verlorenen durch diese Fabeln zugefügt wird, ist schrecklich, wie jeder, der ihre Wirkung in Irland oder auf dem Kontinent beobachtet, weiß. Ob die Wunder des Menschen der Sünde real oder vorgetäuscht, wahr oder falsch sind, spielt überhaupt keine Rolle. Der wichtigste Punkt ist, dass sie darauf ausgerichtet sind, Unwahrheit zu etablieren. Zitat: Er verlässt sich für seinen Erfolg auf die Wirkung der Wunder und Täuschungen, die in der Energie des Satans vollbracht werden.
So lesen wir das im 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 9. Und wir hatten ja in Lesung Nummer 10 das ganze Kapitel Thessaloniker gelesen, da kommt das drin vor. Er benutzt Wunder und Täuschungen, ein Vorwand für wunderbare Kräfte. Der Romanismus hat sich solcher betrügerischen Praktiken im hohen Maße bedient und davon sowohl finanziell als auch anderweitig profitiert. Ja, ich finde es gut, dass wir das hier nochmal eben erfahren, dass das aus dem 2. Thessaloniker 2,9 kommt, dass eben vor diesen ganzen Wundern im Grunde vorher schon gewarnt wurde. Und zwar zu einer Zeit, wo diese Wunder nur noch nicht täglich zu sehen waren, so wie sie heute überall sind. Ja, ja, Weihnachten, sage ich es gerade. Von daher ganz gut, da nochmal drauf zurückzukommen. Die Bibel sagt solche Dinge immer schon im Voraus. Ne? Und das ist ein guter Punkt, den der Autor hier macht. Aber lügende Wunder, um die unwissenden und abergläubischen Massen zu beeindrucken, waren nicht das einzige Mittel, mit dem das Papsttum im Mittelalter seine Macht erlangte. Falsche Dokumente, da gehen wir noch drauf ein mit der Schenkung von Konstantin und den Dekretalen von Isidor, Betrügereien anderer Art wurden benutzt, um die königliche, adlige und gebildete Klasse zu beeinflussen. Die wichtigsten davon waren die gefeierten Dekretbriefe, eine Fälschung, die die wichtigsten Konsequenzen für das Papsttum mit sich brachte, auch wenn ihre Falschheit letztendlich aufgedeckt wurde. Gibbon, ein Historiker, schreibt, Zitat, vor dem Ende des 8. Jahrhunderts komponierte ein apostolischer Schreiber, vielleicht der berüchtigte Isidore, die Dekrete und die Schenkung Konstantins, die beiden magischen Säulen der geistigen und zeitlichen Monarchie der Päpste. Diese denkwürdige Schenkung wurde der Welt durch einen Brief von Papst Adrian I. vorgestellt, der Karl den Großen auffordert, die Liberalität nachzuahmen und den Namen des großen Konstantin wiederzubeleben. Ende Zitat, wie wir lesen aus Niedergang und Fall des Römischen Reichs von dem Historiker Gibbon, Kapitel 49. Die Dekrete, da geht es, wie ich bereits vorher schon sagte, um die Dekrete des Isidor. Ja, das kann man sehr gut zurückfinden auf dem Buch Seite 95 bis 97 von Die Frau und das Tier. Das ist auch ein Buch, das ich hier habe, und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mir mal kurz ein Zeichen geben, über was zu sagen. Dann kann ich das Buch aufmachen und dann können wir auch die paar Seiten aus Die Frau und das Tier lesen. Dann verstehen wir, was die berüchtigten Dekrete von Isidor sind. Und die Schenkung von Konstantin, auch hier, das kann man ab Seite 72 in demselben Buch Die Frau und das Tier von Dave Hunt lesen. Dann habe ich das jetzt zwar nicht vorbereitet, aber dann würde ich das Buch eben aufmachen und dann würde ich die Seiten hiermit reinbringen und dann würden wir das hier auch mitlesen können. Und wie gesagt, den Namen des großen Konstantin hier wiederzubeleben, erinnert mich irgendwie an Papst Leo den 13. und den deutschen Kaiser, wie ihr aus meiner Lesung von Hinter den Diktatoren wisst, wo Antichrist Papst Leo der 13. dem deutschen Kaiser gesagt hat, dass er oder dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden soll. Wenn hier Adrian Karl den Großen auffordert, die Liberalität nachzuahmen und den Namen des Konstantin wiederzubeleben. Ja, ich höre nichts, also ist da wohl kein Interesse dafür, dass ich die Seiten lese jetzt im Augenblick. Dann lese ich halt in die... Ja? Na, guck mal an. Hat sich noch mal Einheit getraut. Dann werde ich das mal eben aufmachen. Es dauert einen Moment natürlich. Suchen wir das Buch mal eben. Das ist von Dave Hunt, der übrigens selbst ein Futurist war. Und dann müssen wir mal schauen. Dann lesen wir erstmal über die Schenkung von Konstantin. Das ist Seite 72. Dann gehen wir da mal eben hin. Seite 72. Rom gleich Vatikan. Ist es Seite 72 in dem Buch oder ist es Seite 72 im PDF? Reichtum durch krankhafte Einnahmen, das muss es sein hier. Kappa Magna, mal eben schauen. Ich muss das Buch ja auch noch ganz lesen.
Da muss ich mich eben kurz reinarbeiten, ob das jetzt hier, manchmal irrt man sich ja auch um eine Seite. Rom gleich Vatikan, ne, das kann es ja nicht sein, dann muss das hier sein. Dann lesen wir mal hier, Reichtum durch krankhafte Einnahmen. Seite 72, wenn ich sage 72, ist es 72. Ach Mann. Schauen wir mal eben. Schenkung. Sogenannten konstantinischen Schenkung. Ah, hier steht's doch. Die Macht des Papstes. Also, überdies hat die römisch-katholische Kirche über 1000 Jahre lang sowohl die zivile als auch die religiöse Kontrolle über die ganze Stadt Rom und ihre Umgebung ausgeübt. Antichristpapst Innozenz III., der regierte zwischen 1198 und 1216, also in der Zeit, wo die ersten Kreuzzüge stattfanden, schaffte den säkularen römischen Senat ab und stellte die Verwaltung Roms direkt unter seine Befehlsgewalt. Der römische Senat, der unter den Kaisern die Stadt regiert hatte, war als Curia Romana, also römische Kurie, bekannt gewesen. Und heutzutage nennt sich die Versammlung der Kardinäle, die den Papst bestimmt, auch die römische Kurie. Ihr seht, wie alles auf dieses heidnische Rom zurückgeht, ne? Dieser Name, von dem Pocket Catholic Dictionary, also das katholische Taschenwörterbuch, zufolge jetzt die Bezeichnung des gesamten Verbandes der Verwaltungs- und Rechtsbehörden, mittels derer der Papst die Handlungen der katholischen Kirche steuert. Die Macht des Papstes erstreckte sich sogar über ausgedehnte Gebiete außerhalb Roms, die im 8. Jahrhundert erworben wurden. Zu dieser Zeit überzeugte Papst Stephan III. Mit Hilfe eines vorsätzlich gefälschten, für die Päpste angefertigten Dokuments der sogenannten konstantinischen Schenkung den Frankenkönig und Vater Karls des Großen, Pippin, dass Gebiete, die die Langobarden gerade den Byzantinern weggenommen hatten, in Wirklichkeit durch Kaiser Konstantin dem Papsttum übergeben worden seien. Pippin schlug die Langobarden und überreichte dem Papst die Schlüssel von etwa 20 Städten, unter anderem Ravenna, Ancona, Bologna, Ferrara, Iesi, Gubbio und andere, samt den weitläufigen Landstrichen entlang der adriatischen Küste. Die auf den 30. März 315 datierte Schenkung erklärte, Konstantin habe den Päpsten diese Gebiete zusammen mit Rom und dem Lateranpalast für immer geschenkt. Wobei wir wissen, dass hier natürlich die Erwähnung von Päpsten zu dem Zeitpunkt falsch ist, weil wir gelernt haben, dass Papst erst ab 606 eingeführt wurde. Davor war es einfach nur der Bischof von Rom. Ja? Also, die auf den 30. März 315 datierte Schenkung erklärte, Konstantin habe den Bischöfen von Rom, sage ich jetzt mal, diese Gebiete zusammen mit Rom und dem Lateranpalast für immer geschenkt. Im Jahre 1440 bewies der päpstliche Berater Lorenzo Valla, dass dieses Dokument eine Fälschung ist, was auch von den heutigen Historikern bestätigt wird. Da füge ich noch hinzu, in der römisch-katholischen Enzyklopädie selber wird zugegeben, dass die Schenkung von Konstantin eine Fälschung ist. Dennoch bestanden die angeblich unfehlbaren Päpste für Jahrhunderte weiterhin auf der Echtheit der Schenkung, um so auf dieser Grundlage ihren Pomp, ihre Macht und ihre Besitztümer zu rechtfertigen. Der Betrug wird immer noch durch eine Inschrift am Taufbecken der St. Johannes Laterankirche in Rom, die nie korrigiert wurde, aufrechterhalten. Auf diese Weise ist der Kirchenstaat seinen rechtmäßigen Besitzern von den Päpsten buchstäblich gestohlen worden. Das Papsttum beherrschte und besteuerte diese Gebiete bis 1848 und bereicherte sich beträchtlich an ihnen. 1848 wurde der Papst zusammen mit den Regenten der meisten anderen aufgeteilten Regionen Italiens gezwungen, seinen rebellierenden Staatsangehörigen eine Verfassung zu gewähren. Im September 1860 verlor Antichrist Pius IX. Trotz des wütenden Protests seinen gesamten Kirchenstaat an das neue, endlich vereinte Königreich Italien. Ihr seht, wie wir bereits gelernt hatten, dass die Regierung des Antichristen bis 1866 ging, wo die
beschützenden französischen Truppen aus dem Vatikan sich zurückgezogen hatten. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ihr seht, wie hier immer wieder diese Zahl durchkommt. Auch bei Dave Hunt in diesem Fall ist das so, in seinem 540 Seiten schweren Buch. Die Frau und das Tier, im Englischen The Woman Rides the Beast. Dieses überließ ihm zur Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils im Jahre 1870 immer noch die Kontrolle über Rom und dessen Umgebung. Wie gesagt, wir erinnern uns hier wieder mal die 1260-Tage-Jahr-Prophezeiung, die den hier erwähnten Vorfall auf 1866 datiert. Naja, es geht um die ganze Periode zwischen 1860 und 1870. In 1866 ist eben genau das passiert, was ich gesagt hatte. Diese Notiz ist auch schon ein wenig älter. Da steht 12. Oktober, das ist nicht 2017. Ne? Worauf es uns hier ankommt, sagt der Autor, ist, dass ein geistliches Gebilde, das vorgibt, eine besondere Beziehung zu Christus bzw. zu Gott zu haben, genau wie Johannes es in seiner Vision vorausgesehen hatte, mit einer auf 7 Hügeln erbauten Stadt identisch wurde. Diese Frau beging geistliche Hurerei mit den weltlichen Herrschern und regierte schließlich sogar über sie. Die römisch-katholische Kirche ist immer mit dieser Stadt identifiziert worden. Die beste katholische Enzyklopädie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil erklärt, Zitat, und so versteht man die heutige zentrale Stellung Roms in der Kirche und die Bedeutung des Namens römisch-katholische Kirche. Die Kirche, die allgemein, ja, katholisch, universal, allgemein, und doch auf das Amt des Bischofs von Rom gerichtet ist, seitdem hier die Kirche durch den heiligen Petrus gegründet wurde, war Rom immer das Zentrum der ganzen Christenheit. Naja, also, erstens wurde die heilige Kirche, die nicht heilig ist, nicht gegründet durch Petrus. Dazu sollte man sich vielleicht, wenn man kann, Englisch kann, die 17 Videos anschauen, Simon Peter vs. Simon Magus. Und natürlich ist Rom auch nicht das Zentrum der Christenheit, sondern des Heidentums, weil römischer Katholizismus ist heidnisch und nicht christlich. Soweit zu dem Thema der Schenkung von Konstantin. Und dann gehen wir auf die isidorischen Dekrete, das ist Seite 95, dann gehen wir da noch ein kleines Stück runter. Und dann lesen wir hier, Seite 95, die pseudo-isidorischen Dekretalen. Eben sollen wir vielleicht noch ein kleines bisschen zurückgehen. Ja, hier. Die schamlose Revision der Geschichtsschreibung. Das war das Ziel der meisten derer, die den angeblichen Thron des Petrus bestiegen und sich bisweilen gegenseitig bekriegten, um ihn zu erreichen. Sie benutzten den Namen Christi und schlugen fromm das Kreuzzeichen, um kräftig daran zu arbeiten, ihre Begierde nach Macht und Vergnügen und Reichtum zu befriedigen. In keinen von den Schriften der frühen Kirchenväter und erst recht nicht in der Bibel könnte man eine Rechtfertigung dafür finden, dass sie sich selbst zum absoluten und unfehlbaren Herrscher über die Kirche und sogar über die ganze Welt machten. Deshalb mussten die Päpste andere Begründungen finden. Das Mittel, das sie ausersahen, bestand in der Anfertigung angeblicher historischer Dokumente und einer damit verbundenen Revision der Geschichtsschreibung. Die erste dieser dreisten Fälschungen war die konstantinische Schenkung, über die wir bereits berichtet haben, was wir gerade eben lasen. Sie wurde gefolgt von den pseudo-isidorischen Dekretalen, frühe päpstliche Erlässe, die angeblich Erzbischof Isidor, der regierte zwischen 560 oder lebte zwischen 560 und 636, verfasst hatte, tatsächlich aber im 9. Jahrhundert angefertigt worden sind. Diese Betrügereien wurden zur Begründung vieler Überlieferungen, auf die man sich auch heute noch verlässt. Der katholische Historiker Ignaz von Döllinger, über den ich ja schon öfter geschrieben habe, unter anderem oder gelesen habe, auch in Die verborgene Geschichte der Jesuiten und anderen Büchern, er schreibt, Zitat, bis zur Erscheinung der isidorischen Dekretalen war also noch nirgends ein ernstlicher Schritt zur Einführung der neurömischen Unfehlbarkeitstheorie geschehen. Die Päpste dachten noch nicht daran, sich ein solches Vorrecht beizulegen. Ende Zitat. Er fährt fort und erläutert, diese betrügerischen Dekretalen würden, wenn auch langsam, allmählich eine vollständige Umwandlung der kirchlichen Verfassung und Verwaltung herbeiführen.
Es dürfte in der ganzen Geschichte kaum ein zweites Beispiel aufzufinden sein von einer so vollständig gelungenen und dabei doch so plump angelegten Fiktion. Die Fälschung ist seit 3 Jahrhunderten, er schrieb dies 1869, enthüllt. Aber die Grundsätze, welche durch sie verbreitet und praktisch verwirklicht werden sollten, haben so tiefe Wurzeln in den Boden der Kirche getrieben und sind so verwachsen mit dem kirchlichen Leben, wir nennen es mal Tradition, dass die Aufdeckung des Betrugs nicht einmal eine nachhaltige Erschütterung des herrschenden Systems zur Folge gehabt hat. Die pseudo-isidorischen Dekretalen umfassen etwa 100 ausgetüftelte Erlässe, die angeblich von den ersten Päpsten, also den Bischöfen von Rom, verkündet worden waren, zusammen mit gefälschten Schriften vermeintlicher Kirchenfürsten und Synoden. Diese Erfindungen waren genau das, was Nikolaus I., der zwischen 858 und 67 regierte, benötigte, um seine Forderung zu rechtfertigen, dass die Päpste auf der Erde die Stelle von Gott einnehmen, mit unumschränkter Autorität über Könige, einschließlich des Rechts, Massenmorde an seinen Gegnern zu befehlen. Und das alles im Namen Christi. Die Päpste, die auf Nikolaus folgten, waren nur zu beglückt darüber, diesen Weg nachzueifern, und ein jeder von ihnen zog die Taten seines Vorgängers heran, um seine eigenen zu rechtfertigen. So entstand ein immer größerer Anlass zur Unfehlbarkeit, jedoch auf einer betrügerischen Grundlage. Der Kirchenhistoriker R.W. Thompson, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, wunderbarer Schriftsteller, der im 19. Jahrhundert schrieb und selbst ein Katholik war, gibt dazu seine Stellungnahme. Zitat: Solche Zeiten wie diese wurden für die Praktizierung jedweden Schwindels und Betrugs ausgenutzt, den die Päpste und der Klerus gerade zur Stärkung der Macht des Papsttums für notwendig befanden. Das persönliche Interesse und Bestreben Antichrists Innozenz des Dritten veranlasste ihn, alle diese Fälschungen sorgfältig aufzubewahren, so dass der fromme Betrug mit der Zeit vielleicht geheiligt wurde. Das von ihm erhoffte und erstrebte Ergebnis wurde erreicht. Diese gefälschten Dekretale, die nun allgemein als Schwindel und schamloser Betrug betrachtet werden, bilden den Eckstein dieses gewaltigen Systems von Unrecht und Usurpation, das einst das Papsttum aufgerichtet und das Antichrist Papst Pius IX. Nun durch seine Enzykliken und seinen Syllabus der Irrtümer wiederbelebt hat. Ende des Zitats aus dem Werk von R.W. Thompson. Fromme Katholiken wären schockiert zu erfahren, dass vieles aus der apostolischen Überlieferung, wovon man ihnen gesagt hat, es diene dem römischen Katholizismus, und das auf gleicher Stufe mit der Bibel gestellt wird, in Wirklichkeit ein vorsätzlich fabrizierter Betrug ist. Die auf diese Schwindel aufgebauten Lehren sind derart im Katholizismus durch Traditionen verwoben, dass die Päpste sich sogar nach der Entlarvung des Betrugs weigerten, die nötigen Korrekturen vorzunehmen. Ein unfehlbarer Papst nach dem anderen billigte die Fälschung. Einen klaren Bruch mit den Jahrhunderten von angesammelten Lügen zu vollziehen, würde das ganze System des Katholizismus auseinanderreißen. Antichrist Papst Pius IX. Oder Pio Nono, wie wir ihn auch kennen, benutzte den Betrug, obwohl er bereits seit 3 Jahrhunderten als ein solcher bekannt war, als Begründung für seinen Druck auf die Bischöfe, die päpstliche Unfehlbarkeit beim Ersten Vatikanischen Konzil 1870 zu einem offiziellen Dogma zu machen. Aber das Zeugnis der Geschichtsschreibung widerlegt sowohl die apostolische Sukzession, also Nachfolge, als auch die päpstliche Unfehlbarkeit. Soweit der Auszug aus Die Frau und das Tier von Dave Hunt. Ein kleiner Ausflug aus Romanismus und die Reformation, nachdem wir hier von dem Historiker Gibbon aus Niedergang und Fall des Römischen Reiches die Basis gelegt hatten und hiermit gelernt haben, wie Rom sich Lügen und Diebstahl und Fälschungen bedient, um ihr Ziel zu erreichen. Ja,
um ihr Ziel zu erreichen. Da fällt mir natürlich das Motto der Jesuiten ein. Der Zweck heiligt die Mittel. Die römisch-katholische Kirche ist von Anfang an auf einer Lüge aufgebaut. Und interessant war der kleine Satz, den wir gerade eben gelesen haben, dass wenn man diese Dinge jetzt endlich mal so bekannt machen würde in der allgemeinen Welt, dann würde die ganze römisch-katholische Kirche wie ein Kartenhaus der Lügen zusammenfallen. Wenn man nämlich die Bausteine, die Säulen der römischen katholischen Kirche ansägt, dann merkt man erst, dass sie ihr ganzes Gebäude auf Sand gebaut haben. Und unser Herr Jesus Christus hat über auf Sand bauen ja wunderbare Sprüche gemacht. Ich kriege das jetzt aus dem Kopf nicht so, also auswendig nicht so aufgesagt hin, aber unser Herr meinte, dass wenn man sein Haus auf Sand baut, dass dann ein Sturm oder ein Sturm kommt und das Haus wegwehen kann. Von daher sollte man dafür sorgen, dass man sein Haus auf ein Fundament auf Stein baut. Und deswegen ist Jesus Christus auch der Felsen. Und wenn ich eben mein Leben auf den Felsen baue, der Jesus Christus ist, und wenn ich mein Leben Jesus Christus schenke, dann kriege ich dafür von ihm zurück das ewige Leben. Und das ist die Wahrheit. Und die Kirche in dieser Welt, die sich als christliche Kirche ausgibt, die wir als römisch-katholische Kirche kennen, die ist nichts weiter als ein Lügengebäude. Und wenn man sich in dieser Kirche aufhält und wenn man darin verweilt und wenn man teilhat an ihren Traditionen, wenn man teilhat an ihren Sakramenten, wie die Messe, die Transsubstantiation, die Taufe, die Firmung und so weiter und so weiter, dann ist man verdammt und hat nicht das ewige Leben. Und deswegen ist es so wichtig, immer alles an der Bibel zu messen. Und darum bleibe ich bei meinem Credo. Lest eure Bibel und lernt den Gott, den Schöpfergott, ich bin, der ich bin, persönlich kennen und baut an einer täglichen persönlichen Beziehung mit ihm. Das ist das Wichtigste, was man in diesem Leben machen kann. Und in der Zwischenzeit, bis zur nächsten Lesung von Romanismus und die Reformation, lest eure Bibel. Maranatha.